Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 2.5. Und ich stehe schon wieder am Mühlstein und mahle wieder Kohle. Das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Das hat jetzt auch nichts mehr direkt mit der Fliegerei zu tun, um die kümmern wir uns natürlich auch heute, sondern mit noch was anderem. Erkläre ich gleich später. In Kürze, sobald ich hier durchgedreht bin. Ha. Ja, kleines Wortspiel. Nee, Spaß beiseite, ich möchte noch mehr Dunkelstahl herstellen. Das ist der Grund der Sache und dafür brauche ich natürlich noch ein bisschen mehr gemahlene Kohle. Und natürlich auch Obsidian, den musste ich wieder anbauen. Ich glaube, ich habe bisher 50% der ganzen Spielzeit hier mit der Gießkanne in der Hand verbracht, so langsam, aber was soll's. Andere rennen mit der Spitzhacke den ganzen Tag in der Mine rum. Ich stehe halt mit der Gießkanne im Garten. Das Resultat ist im Prinzip dasselbe. Ja. Ist das jetzt bald mal fertig? Ja, sehr schön. 13. So, mal gucken, ob das jetzt gut berechnet war. Sit. 8. 13. So, wenn ich da jetzt kein Eisen drin habe, dann schreie ich ganz laut. Nein, ich schreie natürlich nicht ganz laut. Auch nicht. Dann muss ich mal schnell noch Eisen holen. Hier vielleicht. Irgendwas ist doch immer. Man sollte immer Eisen in der Tasche haben und zwar ausreichend. So, nochmal gleich so ganzen Block in die Tasche gesteckt. So, jetzt haben wir auch die 13 Eisen. Sogar übererfüllt. Für meine Verhältnisse. Oh mein Gott, viel zu viel. Nein. Ein Ungleichgewicht in der Schwingung des Universums oder so ähnlich. Ja, da hinten an dem Becken, da hatte ich so lustige Pflanzen stehen, die Wasser trinken und mir Mana generieren für später mal, man kann ja nie wissen. Die sind jetzt leider wieder despawned nach 3 Tagen, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, das gefällt mir nämlich nicht. Aber auch da gibt es Mittel und Wege. Ich weiß, das ist wieder Botania. Ich bin total hin und weg und überall, aber macht nichts. So, bisschen Strom. Ja, Strom ist auch noch so ein Thema, an dem ich natürlich auch parallel arbeite, weil es sind schon so viele Parallelen, das ist ja schon ein ganzes Gewirr. Aber hier sind erstmal die, ja, Dunkelstahlblöcke, Dunkelstahlbarren drin, die wir das letzte Mal gemacht haben, die habe ich noch gar nicht rausgeholt. Und jetzt gießen wir mal nach, wollte ich sagen, dann jetzt legen wir mal nach. Für die nächsten. Ja, dann gucke ich mal schnell noch, ist denn mein Sand? Mein Sand ist auch fertig. Ja, zum einen, wieso sind das jetzt nur 63? Der Sanddieb war da. Nein, das mag ich nicht. Geht das denn? Na, ich will es gar nicht wissen. Naja, jedenfalls, ich hatte ja erzählt, Strom ist ja so ein Problem. Ich würde ja gerne den Schaufelradbagger durchgehend betreiben. Und ja, einen Reaktor bauen, das ist ja keine Option. Das heißt, ah, ich muss mir hier noch einiges an Schwarzpulver machen, denn das geht hier wirklich weg wie warme Semmeln. Und gleichzeitig habe ich hier in der Kiste schon mal vorbereitet das Thema Solar. Und da brauche ich Sand für. Und ja, wer sich mit den Solaranlagen hier auskennt, der weiß, das ist eine schöne Aufgabe. Es dauert nämlich eine Weile. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. So, 16. Dann holen wir gerade mal 80 Schwarzpulver. Müsste eigentlich passen. Dann mache ich nämlich gleich meinen TNT, sonst vergesse ich das am Ende wieder. Es dann so spannend wird. Also lieber jetzt. So. TNT. Haben wir hier eigentlich noch Stöckchen drin gehabt? Holz habe ich nämlich auch. Na, wir gucken einfach mal. Denn wir wollten ja uns ums Fliegen kümmern und da brauchten wir ja einen Dunkelstahlpanzer. Den hätten wir dann hier. Ja, hier steht schon Amboss Upgrades, Gleiter,
dynamischer Kristall. Man kann nämlich diese Rüstung upgraden, sprich verbessern auf Deutsch. Und ich habe mir gedacht, oh ja, komm, warum nicht? Wenn ich mich jetzt schon mit der Fliegerei hier und dieser Rüstung beschäftige, warum nicht auch mal gucken, was die sonst noch so drauf hat? Und deswegen mache ich auch noch den Rest vom Dunkelstahl. So, habt ihr euch noch von letzter Folge gemerkt, wie das Rezept war für diese Gleiterflügel? War das so? Tatsächlich. Oh mein Gott. Das habe ich mir wirklich den ganzen Tag lang gemerkt. Und dann war das, glaube ich, so. Nein. Aha. Boah, komm, das hätte man auch gelten lassen können. Du bist aber auch kleinlich. So, jetzt haben wir einen Gliderwing und wie ihr schon gelesen habt oder auch nicht, ich weiß es nicht, so geht's natürlich nicht, denn dafür müssen wir an den Amboss. Zum Glück habe ich einen. Amboss. Ich komme. Dunkelbrustpanzer plus Gleiterflügelpaar. Kostet mich 10 Erfahrungen, zum Glück haben wir 15. Das wäre jetzt wieder so ein lustiger Witz gewesen, aber ihr wisst ja, ich habe immer noch diesen Essenzbärenbusch. Das hätte mich auch nicht gestört. So, wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Amboss ist ganz geblieben, das ist schon mal positiv. Und wir haben jetzt diesen Dunkelstahlpanzer. Er macht nicht viel her, er ist auch nicht sonderlich hübsch. Gut, beim Namen Dunkelstahl fällt mir auch nicht viel Hübsches ein. Aber jetzt sehen wir hier unten Gleiter. Jetzt lege ich das ganze Ding mal an. So sehe ich dann aus. Hui. Ja, und da ist noch nicht viel mit Gleiten, denn den muss man ein- und ausschalten. Das ist, finde ich, sehr gefährlich übrigens. Das kann man nicht auch aber schnell vergessen. So, wenn man auf der Kante steht, habe ich ihn jetzt ein- oder ausgeschaltet? Wir mal hier irgendwo einen Versuch machen. Ich glaube, ich habe mir die Taste auch umgelegt. Das müsste die gewesen sein. Gleiter aktiv. Seht ihr jetzt links unten? Und jetzt gleitet er. Man kann das auch wieder sehen. Da, jetzt sind die Flügelchen am Rücken. Oh. Das sieht natürlich nicht so schick aus wie bei diesem Open Blocks, denn ja, die machen halt nichts, ne? Trotzdem gehen wir jetzt aber wieder auf unseren Gleitturm. Mal in dieser Perspektive. Können uns doch gerade noch so eine Essenzbeere reinfahren. Ist auch interessant, so spiele ich sonst nie. Flieg! Ja, und so fliegt er jetzt halt. Weniger spektakulär, aber ja, das Prinzip ist natürlich das gleiche. Es ist ein Gleiter, das bedeutet, ich verliere an Höhe und immer mehr und immer mehr, noch mehr, dann stoße ich mir den Kopf. Jetzt habe ich Kopfschmerzen und bin im Keller. Ja, dann kann ich nochmal eine Runde auf dem Förderband fahren. Yay! Und dann noch hinten runtergleiten. So, jetzt gehen wir mal an die Legierungsschmelze. Die ist hier. Ist echt sehr merkwürdig. So, 7 sind schon drin. Ah, warten wir mal noch einen Moment. Mal wieder die Ansicht, das macht mich ja. Ja, hallo, grüß dich. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch machen können. Dunkelstahl. Was ist denn ein Stab des Reisens? Hallo, hier gibt es ja noch viele Sachen, die ich gar nicht kenne. Dunkelstahlkugel. Ah, das kenne ich zur Genüge. Verstärktes Obsidian, erinnert mich nicht dran. Und ein dunkler Amboss und dieses sauteure Gerät hier. Killer Joe. Aber ich wollte hier nach der Rüstung schauen. So. Die Hose. Ah, die Hose kann auch was. Und ein Schwert gibt es sogar auch. Der Ender. Hallo, ich bin der Ender. Wie viele Enden haben Sie denn? Nein. Eine Spitzhacke gibt's. Auch das könnte man ja alles mal bauen. Himmel. Ist auch wenigstens mal nicht so teuer. Telepad-Block, apropos, ich gucke. Ich weiß immer, wenn ich mal gucke in den Rezepten, kann ich eigentlich drauf Wetten abschließen, dass es dunkel wird.
Weiß auch nicht warum. Ich wollte auch eigentlich gucken, was man noch alles für Upgrades da reinbauen kann in diese Rüstung. Aber jetzt warten wir erstmal ab, bis wir schlafen können. Nämlich jetzt. Boah. Mit einem aktiven Gleiter geschlafen. Aus dem Orion-Versand. Nein. Lassen wir das. Wir wollten gucken nach. So. Das hätte ich mir so wieder schenken können. Genau, ich wollte hier gucken, damit ich hier meine Liste an die Seite bekomme. Ender Io. Nein. Ender Io. Ach, man kann die auch alle mit irgendwas hier, auch die Schere und so. Da kann man überall, kann man da irgendwelche Sachen reinbasteln. Das ist ja interessant. Ja, Schuhe, Hose. Wenn mit Energie versorgt. Schnelligkeit. Oh Gott, was da alles drauf ist. Die Frage ist jetzt nur, was muss da drauf? Verstärkt springen Schwimmflossen. Schwimmflossen. Okay. So, was stand denn jetzt nochmal in unserem Brustpanzer? Da stand dynamischer Kristall plus 10 Level. Dynamischer Kristall, Wetterkristall. Hört auch interessant an. Anziehender Enderkristall. Du vielleicht. Nein, du. Dynamischer Kristall, da haben wir ihn doch. Das ist also ein dynamischer Kristall. Was ist das denn? Koordinatenselektor. Na egal. So, wie geht das Ding? Da braucht man pulsierendes Eisennugget und einen Diamanten. Dann hat man pulsierenden Kristall. Ich habe das Gefühl, wir haben das schon mal gebaut, aber verrat's keinem. Das machen wir uns jetzt auch mal drauf. So, ich laufe jetzt so zielstrebig, weil ich hoffe, dass wir noch von diesen Nupsis übrig haben. Ich meine nämlich. Uah, ach, wir haben ja den Gleiter an. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken. Ich dachte schon, Hilfe, was ist jetzt los? Ja, auf jeden Fall geht es so wesentlich schneller mit der Fortbewegung. Ja, das muss man mal so sagen. Das hatte ich nämlich alles hier hinten in dieser Kiste liegen. Ah, nein. Ah, ne, dynamische Nugget. Pulsierender, pulsierender. Es reicht nicht, es reicht nicht. Verdammt. Also müssen wir die ganze Geschichte wieder rückwärts machen. Wir brauchen den pulsierenden und den dynamischen und. Was ist der dynamische oder pulsierende oder ist das egal? Nein, das ist bestimmt nicht egal. Es war der dynamische. Natürlich der teure. So, dynamischen Nugget und dynamische Legierung. Bekommt man nämlich aus der Legierungsschmelze, das weiß ich auch. Und zwar mit der energetisierten Legierung und einer Enderperle. Und die energetisierte Legierung war Gold, Redstone und Glowstone. Also, Redstone haben wir. Gold habe ich keins dabei. Haben wir überhaupt noch Zeit? Oh, das wird eng. Oh. So, Glowstone habe ich, wenn überhaupt. Kann ich da jetzt so drüber fliegen? Ne, da reicht die Höhe nicht aus, ne? Ja. Wenn überhaupt, haben wir Glowstone da hinten. Glowstone. Ach, und so ein Endervieh brauchen wir auch noch. Und die habe ich natürlich praktischerweise ganz da hinten. Aber wir können jetzt immer so ein Stück wenigstens hier in die Kiste geflogen. Ja, man muss ja nur oft genug in die Kisten gucken, dann wird das schon. So, da unten hängt übrigens eine Hexe rum. Da. Und jetzt haben wir gerade einen Lag. Nein, eigentlich nur so einen kleinen Spielerhänger und Schleime und, nee, Creeper hüpfen. Ich hätte das da oben, da unten ein bisschen ausleuchten sollen. Das stört mich ein bisschen, diese Monsterparty. Andererseits, momentan möchte ich ja keinen Wither besiegen. Aber bestimmt in zwei, drei Folgen müssen wir das. Aufgrund des Themas, welches wir hier haben, nämlich die Fliegerei. Dazu aber dann viel, viel später. Jetzt geht's erstmal wieder runter an die Legierungsschmelze und es wird legiert. Na, jetzt kann ich keine Treppen mehr laufen. So, Dunkelstahl ist fertig. So, ich glaube, das war Gold in die Mitte und das war da und das war da.
Oh, sieht schon mal gut aus, es ist verschwunden. Verschwunden ist immer ein gutes Zeichen. Haben wir hier zufällig eine Werkbank? Natürlich haben wir hier eine Werkbank. Dann können wir ja schon mal so die Grundausstattung machen. Das ist der Helm. Das sind die Schuhe. Das wäre die Hose gewesen. Und es fehlt? Naja, was fehlt denn bei Minecraft immer? Natürlich eins. Was sonst? Aber diesen Kristall kriege ich doch noch hin. Ja, Legierungsschmelze ist flott. Was sagt der Akku? Ja, geht schon wieder nach rückwärts. Geht schon wieder rückwärts, aber macht ja nichts. Nein, das macht nichts. Brenne. Oh, Legierungsschmelze, brenn mal schneller. Die Folge ist nämlich zu Ende. Gequälter Enderman. Enderman-Kopf. Doch der Arme. So, dann renne ich mal gleich wieder hoch, denn ich meine, das war auch wieder am Amboss. Machen wir erstmal hier diese kleinen leuchtenden. Ach, die waren es gar nicht. Ja? Dynamischer Nugget? Wieso nicht? Oho. Moment. Es war gar kein Diamant, das war ein. Habe ich mich so verguckt? Hab ich mich etwa. Schäme ich mich jetzt schon ein bisschen. Wollte ich schon einen kostbaren Diamanten hier opfern oder was? So, dynamischer Kristall. Und du kommst auf den Panzer. Plus 10 Level. Ach ja, plus 10 Level, da war doch was. Wir kriegen das jetzt doch nicht mehr in dieser Folge hin, denn ich muss mir jetzt erstmal noch ein paar Level wieder besorgen. Ich habe noch keinen Duschkopf da hinten, sonst könnte ich mir ein paar aus diesem Becken holen und das dauert jetzt zu lange, denn ich muss jetzt wieder mit der Gießkanne ein bisschen an dem Essenzbeerenstrauch rummachen. Nicht darunter fliegen. Vielleicht schalte ich den Gleiter doch gerade mal kurz wieder ab. Ja, und dann mache ich das jetzt mal schnell. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann hoffentlich mit komplett ausgerüsteter Dunkelstahlrüstung. Den Bauprozess müsst ihr euch jetzt ja nicht komplett antun. So spannend ist es ja nicht. Vielleicht weiß ich bis dahin auch, wie die ganzen Upgrades da drauf gehen. Naja, schauen wir mal. Jetzt stelle ich mich erstmal hier hin und das sieht immer sehr merkwürdig aus. Aber es ist eine Gießkanne. Vertraut mir. Bis dahin. Sage ich tschüss. Macht's gut und bis, ups, nächstes Mal.